Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu den Community Replays für Total War Arena. Heute mit dem Spieler Sirdek 14, ich nenne ihn einfach jetzt hier Sirdek, der Hannibal mit den punischen Söldnern spielt. Ja, fall mir halt ins Wort. So, mal schauen, was Sirdek jetzt hier anrichten wird. Er spielt auf jeden Fall mal nicht Elefanten, was ich sehr, sehr gut finde, denn Elefanten- und Cavalry-Replays hatte ich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viele. Die sind zwar immer sehr, sehr beeindruckend, aber ich persönlich bin der Meinung, wenn man so ins Detail guckt, wenn jemand es schafft, mit Infanterie-MVP zu werden, da ist unter Umständen vielleicht nicht nur immer Captain dabei, dann hat man auf jeden Fall ein noch viel beeindruckenderes Replay. So, ihm stellt sich jetzt hier erstmal hier einem Tier 4er karthagische Hoplit entgegen. Das ist ein Hastrobal, der hat gegen ihn überhaupt gar keine Chance auf diesem Level. Dann steht da hinten nochmal ein Hastati. Okay, also es könnte gut sein, dass hier Sirdek definitiv den Top-Tier-Vorteil hat. Und er kassiert hier Friendly Fire, weil das Geschoss an der Wand hier abprallt und dann auf seine Männer fällt. Genau diese drei armen Teufel hat es erschlagen. Eieiei. Geil, allzu lange können sie eigentlich hier nicht stehen bleiben. Da wird es auf Dauer einfach zu viel passieren. Sein Verbündeter hier ist ein Miltiades, der ja, das hier tapfer aussitzen will. Oh, da drüben hat es einen Wurfspeer. Zum Glück nur einen. Das könnte trotzdem unangenehm werden. Und ein Leonidas auf Tier 4 rückt vor. Leonidas auf Tier 4 oder Tier 5 ist gar nicht mal so maßgeblich der Unterschied. Denn der Schildschlag von Leonidas ist nach wie vor ein ziemlich fataler welcher. Deswegen kann man Leonidas wunderbar auf Low-Tier spielen. Da ist eine echte Gefahr. Seine einzige Schwäche ist, dass sein Kampf im Schatten halt nicht unbedingt so gut ausgebaut ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Oh, dieser Leonidas-Spieler macht ja gleich schon mal einen Fehler, macht jetzt hier quasi schon mal einen Kilometer vor dem Gegner hier die Phalanx an. Ist eigentlich der Moment, wo man jetzt wunderbar Wurfspeere abfeuern könnte, wenn man sie hätte, denn die punischen Söldner haben natürlich keine. Die haben dafür den Schildwall und jetzt gibt es hier erstmal hier einen Phalanx-Kampf, Miltiades gegen Leonidas. Normalerweise würde ich sagen, den gewinnt eigentlich ganz, ganz eindeutig der Leonidas. Aber der Leonidas hat hier, so wie es aussieht, Probleme, denn er wird beschossen. Oh, jetzt kommt ja auch noch der Wurfspeer dazu, den wir vorhin angesprochen haben. Und Sirdek bemerkt das hier an dieser Stelle momentan noch nicht so richtig. Wir müssen auch mal den Rücken hier im Auge behalten, da ist alles gedeckt, so wie es aussieht. Ja, und hier kämpft jetzt, so wie es aussieht, Sirdek noch ohne seine Ad Portas anzumachen, hier diesen Leonidas nieder. Zusammen mit diesem Miltiades. Da kommen jetzt noch ein paar Wurfspeere in die Front, sind die allerdings keine echte Gefahr. Und hier hat jetzt Sirdek hier den Schildwaller gemacht. Sag mal, Junge, lern doch mal zielen, ey. Das ist der Moment, wo ich als Kommandant von der Einheit zurückgehen würde und dem Kommandanten von der Einheit einfach mal so ins Gesicht treten wollen würde. Das ist so. Sag mal, spinnst du eigentlich? Ich wette, solche Sachen sind in Kriegen wirklich vorgekommen. Ja, auf jeden Fall, Sirdek hat jetzt hier immer noch, jetzt hat er seine Art Portas angemacht, kämpft jetzt hier auch gegen die Hastati, die muss er natürlich schnell niederkämpfen. Beobachten wir hier mal die Schadenszahlen, die sind hier natürlich wirklich schon sehr, sehr schnuckelig, 180 sind wir jetzt hier schon, 200, 220 sehe ich jetzt hier teilweise, diese Hastati werden hier gemetzelt und dasselbe gilt jetzt höchstwahrscheinlich auch hier für diese athenischen Hopliten. Ja, und Sirdek tankt sich hier quasi erstmal ein und ist jetzt hier zumindest schon mal, was Unterstützungspunkte angeht, ganz weit vorne. Er unterstützt hier quasi hier diesen Spieler bei seinen Angriffen. Das gibt Punkte. Er unterstützt die Artillerie, wenn sie mal ausnahmsweise kein Friendly Fire macht. Dann kriegt er da auch noch ein paar Punkte. Und jetzt baut er natürlich auch noch Offensiv- und Defensivpunkte auf. Und hier kämpft er tatsächlich auch noch ohne Ad Portas. Hier ist das Ad Portas ausgelaufen, aber im Grunde wurde jetzt hier auch dieser Leonidas hier zusammengeschmolzen. Ich finde es interessant, dass wir bei diesem Leonidas überhaupt gar keinen Einsatz des Schildschlags sehen. Ein schwerwiegender Fehler, wenn Spieler, so wie es aussieht, also es sieht zumindest aus, ihre Fähigkeiten nicht wirklich einzusetzen wissen. Scheint hier auf jeden Fall ein Anfänger zu sein, der jetzt einfach mal die ganzen 23.000 Punkte Schaden hier kassiert hat, die Sirdek jetzt hier quasi ihm wirklich ziehen konnte. Ja, und Sirdek hat jetzt hier wirklich, also zu Recht hier die Position hier ganz oben. Hat jetzt hier zusammen mit seinen Leuten hier den Eingang erobert, also hier genau genommen den Durchgang. Und eieiei, da kommt jetzt allerdings ja auch noch der Gegner von hinten. Der hat nämlich da oben die westliche Position erobert. Und Sirdek drückt jetzt, wollte glaube ich Richtung Artillerie drücken, realisiert in diesem Moment allerdings, was in seinem Rücken passiert und dass ihm gerade eben, ja, wirklich das Wasser abgegraben wird.
wenn er jetzt hier nicht sofort hier einschreitet. Und das ist eigentlich der Moment, wo ich auch überlegen würde, hier nochmal eine Ad Portas, zumindest eine anzumachen. Denn wie ihr seht, ja, die kommen ja relativ schnell. Das Schöne an Ad Portas ist, dass die Abklingzeit eine sehr geringe ist. Aber Sirdek zögert noch. Er verwendet seine Ad Portas an dieser Stelle momentan noch nicht. Drängt jetzt allerdings hier zusammen mit einem weiteren Verbündeten, einem Hastati-Spieler, hier den Gegner zurück. Es ist natürlich für ihn absolut fantastisch, dass er jetzt hier die Top-Tier-Situation hat. Und es ist umso faszinierender, dass er seine Ad Portas hier nicht einsetzt. Hier würde ich definitiv jetzt die Ad Portas einsetzen, allein wegen der zahlenmäßigen Überlegenheit des Gegners. Aber er macht trotzdem genügend Schaden jetzt hier an diesen Hastati und kann sie im Grunde wirklich einfach da niedermetzeln. Anders kann man das gar nicht nennen. Hier hat er jetzt tatsächlich nur eine Entschlossenheit angemacht. Die hilft natürlich auch, wenn man besser treffen möchte. Ja, er spart definitiv jetzt hier gerade eben an seinen Punkten. Trotzdem würde ich an seiner Stelle aufpassen. Er muss halt... Ah, okay, der hier ist geroutet. Ich wollte gerade sagen, er muss aufpassen, dass diese Einheit nicht drauf geht, denn da ist ein Hannibal drin. Und jetzt hat er keine Lust mehr, gegen den Malagan zu kämpfen. Und geht lieber hier hin, denn wie gesagt, hier sind jetzt einige Punkte. Das sind 2 bis zu 3 Einheiten. Also wenn diese 3 Einheiten draufgehen, dann wechselt ihr garantiert bei diesem Kampfstand hier der rote Balken genau auf die entgegenüberliegende Seite. Das ist wirklich nicht gut für ihn gerade eben, dass es jetzt hier passiert. Und jetzt ist es eigentlich an der Zeit, hier quasi seine Fähigkeiten einzusetzen. Er muss, so wie es aussieht, hier sogar noch relativ bald hier seine Entschlossenheit hier noch anmachen, oder? Ja, es wäre gar nicht so schlecht, wenn er das machen würde, um hier nochmal die bessere Trefferchance zu bekommen. Denn er hat zwar hier gerade eben einen Punktvorteil, aber die Frage ist, wie lange ist er noch da? Jetzt hat er noch Glück, dass jetzt hier die Kavallerie kommt, aber das Glück ist nur ein relatives, denn der Gegner hat auch noch einiges an Kavallerie. Und jetzt sind halt hier Dreier gegen Tier Fünfer, das ist halt kein fairer Kampf, ne? Die können halt überhaupt nichts machen gegen diese Fünfer. Da muss jetzt hier eigentlich hier Sirdek hier quasi das Ganze jetzt hier wuppen. Aber wie wir sehen, ne, also er macht das hier auch wunderbar. In einem Gefecht, in dem Hannibal mit seinen punischen Söldnern jetzt hier nicht gegen Tier 6 antreten muss, sind diese Jungs auch wirklich eine wahre Macht. Insbesondere halt gegen Tier 4er, wie wir sehen. Die sind halt relativ chancenlos, was halt auch mal wieder den Machtunterschied zwischen Tier 4 und Tier 5 halt eindeutig belegt. Und jetzt drückt hier Sirdek hier auf diese Bogenschützen drauf, beziehungsweise stellt sie hier hin, hat hier den Schildwall an, so wie es aussieht. Nee, er hat den Schildwall an. Tankt hier auch nochmal eine, ja, hat jetzt hier schon den dritten Wert hier quasi, wo er absolut ganz oben steht. Und ja, Kavallerie rollt jetzt hier drüber, währenddessen Sirdek hier weiterhin auf die Unterstützung der verbleibenden Hastati hier hinaus möchte. Ich glaube nämlich nicht, dass er jetzt hier auf die Bogenschützen will. Das wäre ziemlicher Unsinn. Seine Einheiten sind ja im Grunde auch einfach zu schwer für den Wald. Also sie gelten nicht als schwere Infanterie, aber sie werden sie trotzdem nicht einholen. Und man kann jetzt im Grunde ja wirklich die Kavallerie erledigen lassen. Ja, und im Grunde ist dieses Gefecht jetzt eigentlich hier schon weitgehend gelaufen. Hier gibt es nur noch einen einzigen Kavalleristen. Was auch immer das hier soll. Es ist unglaublich, Leute. Also manchmal muss man sich echt fragen und wundern, was das eigentlich soll. Egal. So, Sirdek hat, so wie es aussieht, jetzt hier genug von der Verteidigung. Er möchte jetzt dann doch wieder hier den Durchgang hier quasi durchqueren, den er schon einmal, genau genommen zweimal durchquerte und in der Vergangenheit erobert hatte. Und höchstwahrscheinlich jetzt hier die Reste des Gegners noch aufputzen. Wobei man sagen muss, so viel ist das gar nicht mehr. Es gibt noch ein paar Schwertkämpfer, ein paar Bogenschützen, wo auch immer die sind. Hier ist der letzte Kavallerist, das ist der hier. Es kann auch sein, dass hier Sirdek unter Umständen nochmal so eine kleine negative Überraschung erleben könnte. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner von diesem Punkt ab zurückkommt, ist sehr gering. Ah, da kommt jetzt auf einmal hier der Schwertkämpfer hier. Wieder ein Hastati mit einer ziemlich sinnlosen Aktion, wenn ich mal ehrlich bin. Wenn ich in der Hastati gewesen wäre, ich hätte mich dann jetzt hier defensiv aufgestellt. Das hätte auch dazu geführt, dass man hier noch Punkte aufbaut. Boah, schaut euch mal den gegnerischen Kavallerist an. Der war gut dabei und ist es immer noch. Das ist extrem beeindruckend. Ja, also wie gesagt, für diesen Hastati wäre es besser gewesen, wenn er sich jetzt hier dann auch in die Defensive gestellt hätte, um hier einfach noch so viele Cap-Punkte, in dem Fall die Cap-Punkte wie möglich aufzubauen. Das hätte ihm sicherlich geholfen und hätte auch noch seinem eigenen Team wahrscheinlich mehr geholfen. Sich ein bisschen absprechen, sich koordinieren mit den Bogenschützen, die allerdings jetzt hier oben ernsthaft sich von teilweise Artillerie niederkämpfen lassen.
Oh mein Gott, man sieht Dinge, die man nicht gedacht hätte, dass man sie jemals sieht. Ja, und Sirdek geht jetzt halt hier eine Runde campen. Kann man sich jetzt ja auch an dieser Stelle auch gönnen. Ja, und wird, so wie es aussieht, jetzt hier definitiv MVP werden und hat höchstwahrscheinlich in allen vier Kategorien die Nase vorn. Hat er gerade eben hier nochmal einen Offensivpunkt bekommen, wahrscheinlich, weil hier ein Fliehender hineingelaufen ist. Oh, er wurde jetzt hier tatsächlich überholt hier in den Offensivpunkten hier von diesem Germanicus. Faszinierenderweise. Krass. Hätte ich nicht erwartet, dass da noch einer dran vorbeikommt. Aber der Germanicus-Artillerist hat es geschafft. Der am Anfang so freundlich war, ihm mit der Artillerie in den Rücken zu hämmern. Der hat anscheinend doch eine ganze Menge getroffen. Und nicht nur Friendly Fire gemacht. Da oben sind noch irgendwelche versteckten Bogenschützen. Nee, Quatsch, Schwertkämpfer. Die Schwertkämpfer scheinen sich auf und davon gemacht zu haben. Die haben keine Lust mehr. Ja, man kann im Grunde eigentlich sagen, dieses Gefecht hier ist vorbei, meine lieben Freunde. Ja, an der Stelle kann ich mal sagen, vielen lieben Dank fürs Einsenden, lieber Sirdek. Wir gucken ja gerade eben nochmal hier, wie du die Punkte so langsam aber sicher aufbaust. Das werden auf jeden Fall locker flockig über 8000 Punkte werden. Vielleicht sogar noch 8,5. Ja, es werden auf jeden Fall 8,5, vielleicht sogar noch fast 9, je nachdem, wie schnell das Ganze jetzt hier gehen wird. Es werden definitiv 9000 Punkte. Ja, und ich kann an der Stelle einfach nur sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Lasst ein Däumchen oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr wollt, dass ich meine Replay für euch kommentiere, schaut unten in die Videobeschreibung, denn da steht drin, was ihr tun müsst, um mir eines zukommen zu lassen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi und ade.